98% ihrer Haut sind tätowiert, plus etwa 50 Implantate, Skarifizierungen und Titanhörner. Damit schafft es die Mexikanerin Maria José Cristerna ins Guinness-Buch der Rekorde als Frau mit den meisten Körpermodifikationen. Sie ist nicht nur Bot-Mods-Botschafterin, also Fan von Körpermodifikationen, sondern auch glückliche Mutter von 4 Kindern. Mit Hector, ihrem ebenfalls gehörnten Ehemann und 3 Hunden, lebt sie in Guadalajara, der zweitgrößten Stadt Mexikos. Er ist mein Baby, auch wenn er das nicht gerne hört. Trotz meines Aussehens habe ich hübsche, wohlgeratene Kinder produziert. Und auch wenn es der Gesellschaft nicht gefällt, sind wir doch ein Teil von ihr. Von Argentinien bis Ecuador bringt Maria José seit Jahren ordentlich Farbe in Talkshows. Wegen der speziellen Beißerchen verpasst ihr das mexikanische TV 2011 den Spitznamen Vampirfrau, auf dem Maria José ihre Kunstfigur aufbaut. Die Mujer Vampiro ist Sängerin, Performerin, Designerin, Star-Tätowiererin bei internationalen Conventions und betreibt seit 10 Jahren ein Tattoo-Studio in Guadalajara. Doch am liebsten beißt Maria José sich an Menschenrechten die Zähne aus. Ich stamme aus einer sehr konservativen Familie aus Guadalajara und habe der Familientradition entsprechend Strafrecht studiert. Mutter Anwältin, Schwester Anwältin. Meine halbe Familie hat Jura studiert. Ich habe etwa 6 Jahre praktiziert, bis ein Fall mir die geballte Ungerechtigkeit der Justiz demonstriert hat und mir klargemacht hat, dass das Gesetz käuflich ist. Als ich damals hingeschmissen habe, wusste ich noch nicht, dass es kein Abschied für immer war. Maria José wächst mit 2 Geschwistern auf und geht bei den Jesuiten zur Schule. Mit 12 hat sie ihr erstes Nasenpiercing. 2 Jahre später begleitet ihr Vater sie zum Tätowierer. Ihr erstes Tattoo zeigt den Schriftzug ihrer Lieblings-Black-Metal-Band Bathory. Mit 17 heiratet sie einen Mann, der sich als gewalttätig entpuppt. Sie verarbeitet das Erlebte mit zahlreichen Körpermodifikationen und selbstgemalten Bildern im Stil von Frida Kahlo. Das ist eines meiner ersten Bilder. Er steht für Verwandlung und Veränderung. Ich habe Flügel und gehe trotz der Blicke der anderen meinen Weg. Meine Zähne sind eigentlich ein Tribut an die aztekischen Jaguar-Krieger. Denn ich sehe mich als Kriegerin, als Überlebende. Ich hätte an den Schlägen meines Ex-Mannes sterben können, bin aber immer noch hier. Mein Körper ist voller kriegerischer Symbole, ob die Tattoos im Gesicht, die roten Haare oder der Iro, als Zeichen des Protests. In Guadalajara, mit über 4 Millionen Einwohnern, das lateinamerikanische Mekka der Bot-Mods, werden in diesen Studios die Stars der Szene, wie etwa Red Skull oder Totenkopf, getunt. Ohne Betäubung. Als die Spanier im 15. Jahrhundert auf dem Kontinent landen, haben sie christliche Passions- und Märtyrermythen im Gepäck, die an die prähispanischen Opferrituale erinnern. Sei es als schützendes Symbol oder als Schmuck. Auch Piercings, Skarifizierungen und Schädeldeformierungen trugen die Azteken schon vor 700 Jahren. An der etwa 60 Kilometer von Guadalajara entfernten Huachimonotones-Pyramide tankt Maria José Kraft. Meine Lieblingsmodifizierung ist das Augapfel-Tattoo. Denn die Augen sind der Spiegel der Seele. Und jetzt kann mir keiner mehr in die Seele blicken. Verfolge dein Ziel, egal was es ist.
Erwarte nicht, dass dir irgendjemand oder irgendeine Religion sagt, was richtig oder falsch ist. Denn sogar ein Affe könnte dir sagen, was du denken sollst. Heute erhebt Maria José nicht nur als Frontfrau ihrer Band Santos ihre Stimme für Frauen. Sie hilft ihnen auch als Rechtsbeistand, wenn sie Opfer häuslicher Gewalt werden. Dafür hat sie 2015 eine Stiftung gegründet. Bei 2000 ermordeten Frauen jährlich ist das in Mexiko auch bitter nötig. Wo ich mich später mal sehe, als Malerin, in Begleitung meiner Hunde, auf einer Ranch oder in einem Dorf, weil ich viel Ruhe brauche. Mit vielen Falten und sehr stolz auf meine Tattoos und Modifizierungen. Voilà, du bist genial.